Warnung: Das folgende Video enthält Spoiler über die Geschichte von Halo Wars 2. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, spielt es. Es lohnt sich wirklich. Vor dem Release von Halo Wars 2 haben einige Fans und YouTuber das Spiel bereits für eine Tatsache abgefeiert: den Artstyle. Der Artstyle von Halo Wars 2 ist wieder mehr wie früher und das ist doch voll super! Ja, das Design geht wieder mehr in die Richtung des Designs von Bungie und so gut ich das selbst auch finde, habe ich dennoch das Gefühl, dass Halo Wars 2 in einigen Gesichtspunkten zu sehr als Retter angesehen wurde. Wir können uns, denke ich, alle nur zu gut an die Geschichte von Halo 5 erinnern. Oh, oder reiße ich damit jetzt alte Wunden auf? Naja, wir alle wissen, dass Halo 5 nicht gerade die Glanzstunde von Halo Storytelling war. Fehlleitende Trailer, zu viele schlecht geschriebene Charaktere und. Wer das Ganze noch etwas genauer wissen möchte, kann sich gerne das Video anschauen, das ich damals zu dem Thema gemacht habe. Nun ja, aber zurück zum Thema. Nach der weniger guten Story von Halo 5 kam dann schließlich der erste Trailer zu Halo Wars 2. Alle gingen total am Stock und auch ich freute mich richtig auf den Nachfolger zu meiner Meinung nach einfach sehr runden ersten Teil des RTS im Halo-Universum. Man freute sich also darüber, dass anscheinend das alte Design wieder aufgegriffen wurde. Doch zwischen dem Erscheinen des ersten Trailers und dem Release des tatsächlichen Spiels hatte ich das Gefühl, dass etwas in der Rezeption des noch nicht erschienenen Spiels passiert ist, das ich nicht wirklich nachempfinden konnte. Wir alle wissen, dass die Story von Halo Wars 2 28 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils spielt und wie aufmerksame Mathe-Genies nun bestimmt bereits festgestellt haben, befördert uns das direkt in das Jahr 2559. Und damit direkt in die aktuellen Ereignisse welches Spiels? Richtig, Halo 5. Es wurde also bereits vermutet, dass die beiden Geschichten irgendwie miteinander zu tun haben werden. Denn eine größenwahnsinnige KI, die im ganzen Universum Guardians zum Leben erweckt und ein UNSC-Schiff, das sich wohl auf einer der größten Blutswetter-Einrichtungen befindet, kommen wahrscheinlich nicht umeinander rum. Also hofften sich viele, und ja, auch ich, sich neben einer guten Geschichte an sich auch noch eine andere Sache von Halo Wars 2. Es soll der Geschichte von Halo 5 eventuell etwas mehr Tiefe geben oder die Vorfreude auf Halo 6 zumindest etwas mehr schüren. Aber hat es das geschafft? Nun, in gewisser Weise nicht. Allerdings ist es auch nicht ganz so einfach zu sagen. Lasst es mich also etwas genauer erklären. Allgemein muss ich sagen, dass ich mit der Story von Halo Wars 2 im Prinzip sehr zufrieden bin. Es ist ein schöner und wilder Ritt von vorne bis hinten und die Entscheidung, die Spartans des Red Teams mehr zu charakterisieren und damit die Lücke, die Sergeant Forge hinterlassen hat, etwas zu schließen, war in weiten Teilen eine gute. Auch Isabel ist für mich in weiten Teilen ein ganz cooler Charakter. Sie ist keine rein militärische KI und somit ein bisschen eigenwilliger, als es zum Beispiel Serena in Halo Wars 1 war. Zudem muss ich sagen, dass es schön war, sie und Jerome in ganz klassischer Chief Cortana-Manier einen ganzen Carrier der Banished ausschalten zu sehen. Ja, sowas ist einfach immer noch verdammt episch. Genau wie die Cutscenes an sich, die sind einfach top. Ich meine, da gibt es einfach nichts dran auszusetzen, außer vielleicht... Nun ja, es sind einfach verdammt wenig gerenderte Cutscenes. Da hatte der erste Teil nun einmal deutlich mehr zu bieten. In Halo Wars 2 gibt es in der Mitte nämlich im Prinzip keine einzige tolle Render-Cutscene. Lediglich Ingame-Cutscenes und Comms, die für das, was sie sind, auch schon ganz gut und im Prinzip auch okay sind, aber halt nun einmal keine Blur-Render-Sequenzen. Etwas schade meiner Meinung nach, schlichtweg zu wenig des Guten. Das lässt sich leider auch auf die gesamte Story von Halo Wars 2 übertragen. Lassen wir das in weiten Teilen sehr tolle Gameplay der Mission des Singleplayers nun einmal außen vor, passiert in der Geschichte an sich nämlich gar nicht mal so viel. Die Spirit of Fire ist in den letzten 28 Jahren irgendwie zur Arche gekommen, die sie nun unter der Kontrolle der Banished vorfinden. Ja, die Banished sind übrigens auch sehr cool, quasi wie die Allianz früher mal war. Also nicht sowas wie Julian Dahmer, der sich sofort von Locke töten lässt. Sondern ein durchaus ernstzunehmender Gegner, angeführt von einem Brute, der einem total badass Spartan-Team mal ebenso den Arsch aufreißt. Aber gut, die Spirit of Fire findet sich also auf der Arche mit dem Banished vor der Nase wieder. Cutter und sein Team finden das natürlich nicht ganz so fresh, dass eine so mächtige Waffe nun dem Banished in die Hand fallen soll. Also ist es Zeit zu kämpfen. Ja, und das macht man dann. Man schaltet ein paar wichtige Offiziere von Atriox aus und am Ende bastelt Dr. Anders einen Halo, damit sie ein Signal an den Rest des UNSC schicken kann.
Nun bekommt man gegen Ende des Spiels also endlich wieder Cutscenes zu sehen und freut sich dann auf eine verdammt clevere Auflösung oder einen krassen Twist, der im Optimalfall noch etwas mit den Ereignissen von Halo 5 zu tun hat. Aber nichts. Das Spiel endet schlichtweg ziemlich abrupt. Cutter und die Spartans haben dank Enders einen kleinen Sieg über die Banished errungen, aber Atriox hat dennoch ein großes Aufgebot an Truppen zu bieten. Und Enders, ja, ist nun mit dem fertigen Halo-Ring in den Slipstream gesprungen und macht sich nun auf den Weg Richtung Reach. Ende. Gut, das ist nicht die ganze Wahrheit, es gibt noch eine Post-Credit-Scene. In der fällt Enders mit dem Halo-Ring aus dem Slipstream und sieht sich plötzlich einem Guardian gegenüber. Wow. Also das ist tatsächlich das Einzige, was nun die Ereignisse von Halo 5 aufgreift. Nun, das ist etwas knapp. So wie nun einmal vieles, wenn es zur Story von Halo Wars 2 kommt. Halo Wars 2 ist unterm Strich, wie bereits erwähnt, ein Spiel mit einer guten Story. Interessante Charaktere, ein cooler und ernstzunehmender Antagonist, tolle Cutscenes, ein passendes und cooles Artdesign, ein großartiger Soundtrack und auch sonst ein tolles Setup mit einer durchaus spannenden Reise bis zum Schluss. Bei Halo Wars 2 ist es also nicht das Vorhandene, was den Unterschied zwischen schlecht und gut bzw. sogar potenziell großartig ausmacht. Es ist die Tatsache, dass von vielen Sachen einfach zu wenig vorhanden ist. Zu wenig Cutscenes, zu wenig Geschichte an sich und ein zu abruptes Ende, das für mich einfach stark nach einem DLC riecht, das eigentlich keiner braucht. Die Story von Halo Wars 2 ist zumindest für mich nicht der Retter, den sich der ein oder andere eventuell erhofft hat. Allerdings macht das Spiel alles, was es macht, soweit sehr gut. Es macht lediglich von einigen Sachen zu wenig und das stört in so einem Fall dann nur umso mehr. Ich bin also nicht enttäuscht und schon gar nicht sauer wie bei Halo 5. Allerdings bin ich auch nicht ganz zufrieden mit der Geschichte, die Halo Wars 2 erzählt oder nun einmal auch nicht erzählt. Das waren ein paar meiner Gedanken zur Geschichte von Halo Wars 2. Was haltet ihr von der Geschichte oder auch im Allgemeinen vom Spiel? Ich persönlich finde es allgemein bisher sehr gelungen und vor allem der klassische Multiplayer wird mich in Zukunft bestimmt noch die ein oder andere Stunde beschäftigen. Schreibt mir eure Meinung doch mal in die Kommentare, würde mich wirklich sehr interessieren. Ansonsten war es das von mir, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschaußen.